Gewächshaus hat ein anderes Beetsystem. Ja, genau. Beim Gewächshaus haben wir versucht, das irgendwie so effizient oder den Platz so gut wie möglich zu nutzen und haben deswegen die Wege so breit gemacht, dass man, die Beete so breit gemacht, dass man zwei Reihe Tomaten draufbringen und die Wege trotzdem nur so schubkernfahrtauglich sind. Also das ist so ein Kompromiss aus möglichst viel Beet im Vergleich zu Weg, aber der Weg soll trotzdem so breit sein, dass man einfach gut durchkommt. Und jetzt haben wir immer, ein Beet ist nur einreihig bepflanzt, also das ist ein 80 cm breites Beet und die anderen Beete sind 1,20. Und das Stroh wird einfach nur zu Beitrag in der Drückung, oder? Ja, erstens das und es ist für den Boden auch voll gut, wenn er bedeckt ist. Also wir haben da eben die Tröpfchenschläuche liegen und dann, so, wo ist er jetzt? Da, oder? Zwei Schläuche pro Beet und da rinnt alle 30 cm dann ein Tropfen aus. Das heißt, der Rest ist eigentlich nicht bewässert oder kriegt kein Wasser ab. Und wir gießen es dann zwischendurch hin und wieder ein bisschen mit dem Schlauch, aber es ist dann trotzdem gut da, einfach, wenn man was drauf mulcht, dass einfach das Bodenlebewesen nicht, oder das Boden nicht so ausdörrt und abstirbt, sondern irgendwie halbwegs aktiv bleibt. Und dann habe ich noch gehört, In irgendeinem Fernsehbeitrag habe ich gehört, dass das Stroh das Licht reflektiert und dann die Pflanzen von unten auch Licht kriegt. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber irgendwie haben wir gedacht. Und es ist schon, also wir haben voriges Jahr auch Stroh gehabt und haben dann auch viel von dem Stroh eingearbeitet und haben schon gemerkt, dass das den Boden voll aufbaut. Also das ist irgendwie, glaube ich, sehr strukturgebend. Dadurch, dass wir sonst also nur Mist düngen, glaube ich, ist da kein, also das CN-Verhältnis passt, glaube ich, trotzdem. Weil sonst sagt man, Stroh entzieht so viel Stickstoff beim Verrotten. Aber ich glaube, dadurch, dass wir das wirklich jedes Jahr, kommt da zu jeder Pflanze eine ganze Schaufel Mist. Und das, glaube ich, passt dann trotzdem ganz gut. Und der Boden wird bei uns wirklich sichtbar mehr. Also, obwohl wir da stark zu erinnern haben. Ja. Also, ich glaube, dass das Stroh ganz gut tut. Und im Winter bleiben die Beete, also die Beete und die Wege bleiben immer so? Genau, wir tun da auch wirklich, also jeden nur mal ein bisschen vielleicht mit der Hand, aber ist jetzt auch nicht notwendig. Wir schneiden die Tomaten ab, am Boden gleich ab und schmeißen sie raus und reißen da gar nicht an. Also wir versuchen immer möglichst die Wurzelmasse im Boden zu lassen. Also schneiden ab, tun die Tomaten raus und pflanzen dann gleich da jetzt zum Beispiel Salate oder so rein oder Asiasalat. Im Frühling kommt dann Radieschen und so. Und da tun wir dann auch nicht mehr Neichtüngen. Also da verwenden wir das, was jetzt im Boden ist. Das reicht dann auch. Und erst nächstes Jahr im April kommt dann, wenn wir die Tomaten pflanzen, wieder neicher Mist einer. Da hinten habt ihr sogar im Sommer dann noch einen Rucola mit unten drunter bei den Oberflächen. Ja, das ist voll super gewesen heuer. Wir haben, ich glaube, im Februar oder im März den Rucola gepflanzt. Und dann, wie ich die Melanzani gepflanzt habe, habe ich mir zuerst gedacht, ja, ich lasse halt ein bisschen stehen so für den Eigenbedarf und schaue, dass ich es beim Pflanzen ein bisschen berücksichtige. Habe aber viel schon rausgehört. Und ich habe aber so peu à peu gepflanzt, weil ich irgendwie eh nicht so dazugekommen bin. Und habe dann gemerkt, dass der Rucola voll schön nachwächst, den ich stehen lassen habe. Und habe dann irgendwie bei den anderen Pflanzen, die ich noch gepflanzt habe, das berücksichtigt und versucht, den Rucola stehen zu lassen. Und wir ernten den eigentlich seither alle 2 Wochen ungefähr. Und der steht immer noch, was voll der Wahnsinn ist. Und der ist immer noch voll softig und nicht holzig. Und draußen im Freien verholzt uns der ja voll schnell. Aber das ist echt so, dadurch, dass wir den auch gut gießen und so, der steht echt, ich meine, jetzt schon langsam macht er Blüten und so, aber bis jetzt hat das super hingehört. Ja, und hier ist ja auch extrem viel Licht noch drin, dadurch, dass es schon sehr breite Wege und ja. Super. Ja. Und die Aubergine ist ja eh nochmal eine lichtere Kultur. Genau, die habe ich eigentlich ziemlich, also jetzt war es eh schon fast ein bisschen dicht und jetzt habe ich es letzte Woche nochmal gescheit stark
ausgeizt und auch entblättert, damit da in der Mitte einfach auch mehr Wind und mehr Luft und Licht rein kann. Die heute ziemlich luftig, absichtlich. Mehr so Orangerie-mäßig als Anbaugewächshaus. Ja. Die Artischocken, bleiben die bei euch über Winter? Das sind Kardonen und Kardonen sind verwandt mit Artischocken, aber machen mehr Blüten. Mhm. Und man verwendet eigentlich als Gemüse die Blätter. Schält die dann wie ein Rhabarber und kocht sie in Zitronenwasser oder so. Wir sind noch nicht ganz freund geworden, wir zwar, weil sie ist wirklich extrem bitter. Mhm. Aber da draußen steht sie eigentlich zur Deko. Und sie hat, ich habe mir eigentlich gedacht, sie wird sterben über den Winter und habe gar nichts dann. Und ich dachte, das ist eh egal, wir pflanzen halt was anderes. Und es haben alle Pflanzen überwintert, ohne dass ich habe sie nicht abdeckt oder sonst. Und jetzt habe ich gelesen, dass sie mehrjährig ist. Also ich habe eigentlich dann gedacht, okay, jetzt blüht sie. Weil sie war voriges Jahr schon voll dekorativ, weil sie so ausladende Riesenblätter macht und so silbern ist. Jetzt blüht sie voll üppig und damit habe ich gedacht, das war es jetzt dann, die wird uns zusammenfallen. Jetzt habe ich aber gelesen, dass die scheinbar jedes Jahr wieder blüht. Also das ist eigentlich ganz cool, weil da draußen ist es eh nur so Deko, Kräuter und so. Und damit müssen wir uns dann immer drum kümmern. Und die Bienen, also für die Bienen ist der Oberhammer, denen taugt das voll. Also da sitzen immer mindestens 5 bis 10 Bienen pro Blüte. Mhm. Und auch für die Besucher ist es auch super. Also. Ja. Das ist euer Anzuchtbereich? Ja, genau. Also das ist auch ein limitierender Faktor, aber wir haben einfach nicht mehr Platz. Mhm. Und deswegen kaufen wir auch die Teile. Jungpflanzen, Teile unserer Jungpflanzen zu. Und unterm Netz sind halt die ganzen Kohl. Das ist euer Jungpflanzenverkauf? Nein. Nee. Das ist unser Jungpflanzenlager. Abhärtung. Okay. Also die Kehrer hat eigentlich schon längst gepflanzt, aber jetzt ist einfach die Zwiebelernte dazwischen gekommen. Ja.